Zanke reißt hier die Zuschauer zu Jubelstürmen hin. Ganz wichtiger Punkt. 12:10. Und dann kriegen die Schmarinerinnen den Ball noch wieder rüber. Haben die Stuttgarterinnen schon einen Punkt gefeiert? Und der Punkt geht an Stuttgart. Und ich habe es auch so gesehen, als wenn eine Schmarinerin da dran gewesen ist. Die Zuschauer haben es anders gesehen. Fakt. Schiedsrichter entscheidet, Punkt für Stuttgart. 12:11. Und der Punkt erneut für Stuttgart. Filajamäki mit dem Ausgleich. Kaufeld lag abgeblockt und erneut der Punkt für Stuttgart durch Maren Brinker. 13:12. Auszeit genommen für Schwerin. Und das ist sehr wichtig. Die Schwerinerinnen hatten das Spiel eigentlich schon im Sack mit dem Matchball im Satz Nummer 4. Aber Stuttgart hat Moral bewiesen, hat sich durchgebissen und steht jetzt hier im fünften Satz nach 13:12 vor der Möglichkeit im Einzug ins Viertelfinale. Spannung ist geboten hier in der neuen Arena in Schwerin. Angabe Allianz Stuttgart, ausgeführt durch Anna Nawoskowska. Und Schaus schlägt den Block an und es gibt den Punkt für Schwerin. Da war sich die Schwerinerin nicht ganz sicher. 13:13. Und Denise Hanke geht jetzt zur Angabe. Mit der Sprungaufgabe und die sind gefährlich. Ja, konnten die Stuttgarter sehr gut damit umgehen. Wollen wir mal sehen, wie sie es jetzt schaffen. Auch den eigentlich gut abgefangen. Die kurze Variante. Und Kaufeld nur mit einem Finger dran. Und dann berutscht der Ball weg. Und es gibt den Punkt für Stuttgart. 14:13. Matchball für Smart Allianz Stuttgart. Ich sehe hier in Ratlose. Ja, geradezu verwirrte Gesichter im Publikum, aber der Punkt für Schwerin. Die Angabe von Brinker geht ins Netz. Und Adlerova kommt zurück ins Spiel für Sandra Gutsche. Er sagt es gerade, die Zuschauer, die mit dem Spiel im vierten Satz ja fast abgeschlossen hatten, die eigentlich klar mit dem Sieg für Schwerin gerechnet haben, sahen sich nun den Matchball von Stuttgart gegenüber jetzt 14:14. Und die Angabe für Schwerin. Der Ball geht aufs Netz. Und der Punkt für Stuttgart. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende, weil man braucht 2 Punkte Vorsprung. Also erneut der Matchball für Stuttgart. Laura Pila-Jamecki. Parale bleibt am Block hängen und die Chance jetzt. Schweriner haben nochmal den Ball. Adlerova bleibt im Block hängen und Stuttgart ist im Viertelfinale. 25-21, 19, 25, 25, 22, 27, 29 und 14:16 unterliegt
der Schweriner FC, Smart Allianz Stuttgart und scheidet aus dem DVV-Pokal aus. Traurige Gesichter auf Schweriner Seite, aber natürlich Glückwunsch an Stuttgart. Sie haben ein tolles Spiel gespielt, haben lange gekämpft und haben sich dafür am Ende belohnt. Und sind damit verdient ein in den DVV-Pokal Viertelfinale. Zuerst natürlich gebührende Worte der Gastmannschaft. Jan Lindemeyer, ein kurzes Statement zu diesem Spiel. Erstmal, wir sind natürlich super erleichtert, heute dieses Spiel gewonnen zu haben. Es war ein richtig schweres Match. Die Schweriner Mannschaft hat es uns wirklich nicht leicht gemacht. Es war zwischendurch ja auch zu Hause, dass wir keine Chance mehr hatten. Und ja, wir haben uns mit guter Einstellung und dem Kampf in das Spiel zurückgekämpft und ich denke dann am Ende glücklich, aber irgendwo auch dann verdient geworden. Ja, also wirklich eine enge Kiste für die Zukunft, sprich im weiteren Verlauf. Wie stellt ihr euch das vor? Für die weiteren Spiele im Verlauf. Wie habt ihr euch das vorgenommen? Naja, wir haben jetzt am nächsten Mittwoch Hamburg und dann ein Auswärtsspiel in Sinsheim. Ja, natürlich, wir spielen jedes Spiel zu gewinnen. Ich glaube, da gibt es keine Mannschaft, die das nicht tut. Von daher, ja, wir werden immer unser Bestes geben und versuchen, wirklich gut zu spielen. Und wenn wir am Ende gewinnen, dann sind wir natürlich zufrieden. Der Kapitän neben mir, Sabrina Ross von Smart Allianz Stuttgart. Aus deiner Sicht ein souveränes Spiel? Weil beide Mannschaften haben fantastisch gekämpft und es hätte natürlich am Ende auch andersrum ausgehen können. Wir hatten das Glück, am Ende jetzt gewinnen zu können, wir sind halbwegs froh. Und wie gesagt, ich meine, ja schon gesagt, ich erinnere mich, es ist echt sehr, sehr schwer gemacht, aber es war, denke ich, für Zuschauer sehr aufregendes Spiel. Also spannend habt ihr es gemacht, das muss ich sagen. Für die laufende Saison, welche Vorstellungen sind da bei dir? Ich denke, ich möchte auf jeden Fall in die ersten vier erstmal kommen, bis zu den Playoffs dann und dann wird sich alles weiter ergeben. Und die Team wäre natürlich schön, aber ich denke, da wollen auch viele andere Mannschaften mitmischen und wir werden abwarten, bis die Saison kommt. Okay, ich danke dir und ich danke dir auch. Thomas Alexander ist unser Trainer, unser Heimmannschaft, Business Theory. Aus deiner Sicht, wie ist es denn so gelaufen? Das wäre es Glückwunsch an Stuttgart. Ich glaube, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten Riesenprobleme in anderen Abenden teilweise. Und ja, enttäuschend ist ganz einfach, dass wir so ängstlich auftreten teilweise. Und dann ist sonst im fünften Satz, wenn wir 5:0 führen, kann uns das Spiel ganz einfach zu Ende bringen. Gerade in 12, 10, 13. Punkte war überhaupt keine Touch. Aber wirklich auch keine Vorwürfe an den Schiedsrichter. Also fand heute war sehr, sehr gut. Aber es ist eng, es könnte beide Mannschaften können zum Schluss gewinnen, aber es ist auch nicht unverdient, dass Stuttgart hat gewonnen, hat sich im fünften Satz zurückgekämpft und wir haben ganz einfach nicht unsere Möglichkeiten genutzt. Und dann wird es so. Okay, vielen Dank. Das heißt jetzt aber auch mit voller Konzentration. Praktisch weiter mit der Bundesliga. Ist das korrekt? Ja, aber der Europapokal. Gerade ist es unglaublich ärgerlich, nicht im Pokal.
Partner mehr dabei zu sein. Und ja, was soll ich sagen, es ist, ich erwarte ganz einfach ein total anderes Auftreten, weil Balu spielt mir zu Hause so apathisch teilweise. Wir sind nicht dabei, es sind wir schon ständig irgendwie taktisch, die falsche Fehler macht, nicht die richtige Entscheidung trifft und ja, wir schießen uns selbst kaputt teilweise. Und das ist ganz sehr enttäuschend. Aber wir müssen, jetzt ist es vorbei und wir müssen uns auf Bundesliga und Europa konzentrieren. Vielen Dank. Aus deiner Sicht zum Spiel im Master-Bow. Also erstmal natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Stuttgart. Ich muss auch sagen, dass wir unsere Chancen hatten und uns einfach nicht der Lücken angestellt haben, die auch zu nutzen. Und dann muss man so hart es klingt auch sagen, selber schuld. Ich sehe es auch als größtes Manko eigentlich unser Auftreten. Ich will es jetzt nicht an irgendeinem Element festmachen, woran es jetzt gelegen hat, aber wir waren einfach zu ängstlich und auf die Deutsch gesagt ein bisschen Schisser. Und bei so einem Spiel, auch wenn man sich nicht selbst nicht erfüllt, muss man zumindest so auftreten und das dann halt genau die engen Dinger da für sich zu entscheiden. Und ja, da waren wir auch nicht clever genug. Gut, wie wir schon sagten, es war eine enge Geschichte, aber jetzt geht es doch dann mit voller Kraft auf nächsten Mittwoch zu. Können wir das so sehen? Ja, es bleibt ja nichts anderes übrig. Also wir haben jetzt keine Zeit, irgendwie eine Woche Trauer zu tragen oder so. Das kann man generell diese Saison nicht. Da muss man auch mal gewinnen oder verlieren. Das sofort nach dem Spiel müssen sie es auch haken, weil spätestens so 3 Tage ist das nächste Spiel und genauso werden wir das auch machen. Ich danke dir für diese Aussage. So, wir kommen jetzt dazu. Der Gasttrainer, nämlich von der Smart in Stuttgart. Ihr bestimmt den besten, praktisch wertvollsten Spieler des SSC. Ich würde dann wahrscheinlich die Nummer 2 nehmen, Adlerauer, die uns auf jeden Fall die meisten Probleme gemacht hat. Ja, dann nehmen wir mal die Medulla zu uns. Und Smart Allianz Stuttgart wählt sie praktisch zur wertvollsten, besten Spielerin des SSC. Und genau von andersrum, Tore, wen habt ihr euch denn auserwählt für die wertvollste, beste Spielerin des Smart Allianz Stuttgart? Doch, das bin ich ja für mehr Pluspunkte. Ein bisschen abgeschätzt. Ich nehme meinen finnischen Strafspiel, Laura Wiedermann. Als er zu mir am Lift gespielt und gut ausgerechnet hat. Man könnte denken, es sind Tränen. Machen wir kurz zu schnell. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für die Interviews und für dieses wundervolle Spiel. Wir sehen uns alle am Mittwoch wieder. Erste Bundesliga-Heimspiel hier 18 Uhr. Wir wünschen euch noch einen schönen Samstagabend und einen schönen ersten Advent. Bis Mittwoch. Und wir sagen Tschüss.